Pioniere mit Sprengauftrag. ISAF-Soldaten retten durch Einsatz afghanisches Dorf. Ein Felsstück oberhalb des Dorfes Pazekunda im Norden Afghanistans. Der Fels hat sich Anfang des Jahres durch ein Erdbeben gelöst. Bei einem weiteren Erdstoß droht er abzubrechen und zumindest Teile des Dorfes unter sich zu begraben. Der afghanische Katastrophenschutz bat die Vereinten Nationen um Unterstützung und diese wiederum die ISAF. Die deutschen Gebirgspioniere wollen die Felsnase oberhalb des Dorfes kontrolliert sprengen. Die Gefahr dabei, auch so können Häuser des Dorfes zerstört werden. Aber bevor etwas runterkommen kann, muss zuerst Material hochgetragen werden. 20 Minuten dauert der Aufstieg. Beschwerlich. Und der Weg ist nicht nur einmal zu bewältigen. 2000 Tonnen Gestein, das entspricht knapp 9 Güterwaggons, haben sich von der Felswand gelöst. Eine bedrohliche Situation. Der Fels hängt in rund 100 Metern über dem Dorf. Fast wie am seidenen Faden. Die Idee des Gefechts ist, dass wir den Stein von hinten laden. Hier vorne den Riss nutzen, um dort Ladung anzubringen und dann den Stein mit einer gezielten Sprengung hier den Berg nach unten zu bringen. Um die Sprengladungen optimal platzieren zu können, klettern die Soldaten innerhalb der Felsspalte so hoch wie möglich. Hier bringen sie 90 Kilogramm Sprengstoff an 5 Stellen an. Auch am Fuß des Felsens werden Sprengladungen angebracht. Hier sollen weitere 30 Kilogramm Sprengstoff den Fels zum Wanken bringen. Um die Wirkung des Sprengstoffs zu erhöhen, verdämmen die Pioniere die Ladungen mit Sandsäcken. Jetzt werden alle Sprengladungen mit Sprengschnüren verbunden und die Zündung vorbereitet. Das Dorf ist evakuiert. Kein Dorfbewohner darf sich mehr in den Häusern aufhalten. Die Mitarbeiter des afghanischen Katastrophenschutzes kontrollieren trotzdem die Lage. Alle sind am Checkpoint, am Rande des Dorfes. Die Spannung steigt. Ein Dorfbewohner erklärt, wie es zu dieser Aktion gekommen ist. Wir haben diskutiert, wie das Problem zu lösen ist. Unser Anliegen wurde an die zuständigen Stellen weitergeleitet und diese haben beschlossen, den Fels zu sprengen. Dann nach 9 Stunden Vorbereitungen ist es soweit. Der Sprengmeister löst per Funk die Sprengung aus. 3, 2, 1. Alle Sprengladungen zünden wie geplant. Über 2000 Tonnen Gestein stürzen kontrolliert den Abhang hinunter. Die Straße unterhalb der Sprengstelle ist durch Felsbrocken und Geröll versperrt. Die Gesteinsmassen haben auch ein Haus zerstört. Es stand direkt unter dem Felsen. Aber auch die einzige Stromleitung des Dorfes ist unterbrochen. Trotzdem sind die Bewohner froh. Denn die Soldaten haben eine mögliche Katastrophe verhindert. Und die hätte wahrscheinlich viele Leben gekostet. Und er hatte richtig Glück. Ein mehrere Kubikmeter großer Felsbrocken hat sein Haus nur ganz knapp verfehlt. Ja, ich freue mich. Es ist eine gute Sache. Die Vereinten Nationen werden übrigens in die Tasche greifen. Sie zahlen für die Aufräumarbeiten und kommen für entstandene Schäden auf.